Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Rack Mount Kit Pro der RC100 G5 am besten befestigt und anschließend in einen 19 Zoll Serverschrank einbaut. Dafür brauchen wir natürlich das Gerät, die Rack Mount Brackets sowie die entsprechenden Patchkabel und auch die Netzteilhalterung. Wir nehmen nun zuerst das kleinere Bracket und legen dieses an das Gerät heran. Die Bohrungen sollten nun auch schon übereinander liegen und wir können das Ganze mit zwei der schwarzen Schrauben fixieren. Nun drehen wir das Gerät einmal um und nehmen uns das zweite Bracket. Dies legen wir nun an der anderen Seite heran. Dort sollten wir dann auch gleich die entsprechenden Bohrungen übereinander liegen sehen. Hier nehmen wir zwei der schwarzen Schrauben und befestigen das Bracket so an dem Gerät. Als nächstes befestigen wir eines der Netzteile. Dafür benötigen wir diese Halterung. Mit dem dazu gelieferten Netzteil sollte die erste Bohrung beansprucht werden. Die Verschraubung erfolgt von unten, auch hier mit einer der schwarzen Schrauben. Sie sollten die andere Halterung aber auf jeden Fall auch behalten, am besten direkt montieren. Falls Sie nachträglich ein Netzteil bestellen sollten, bekommen Sie keine weitere Halterung dazu. Wenn wir das Ganze nun heranlegen, sollte die vordere Bohrung entsprechend für die Schraube bestimmt sein. Als nächstes könnten wir das Netzteil dann auch schon am Gerät befestigen. Das ganz linke entspricht auch am Bracket dem ganz linken. So ist A0 hier der ganz linke Port und am Bracket auch der ganz linke Port. Am besten gehen wir die Ports Stück für Stück ab, damit wir dort nicht durcheinander kommen. Von vorne schrauben wir das Ganze anschließend mit zwei der Schrauben fest, die auch in der Patchkabelverpackung mit enthalten waren. Das Ganze wiederholen wir nun für die Ports von A1 bis A3. Natürlich kann man am Schluss das Ganze auch noch ein wenig mit Kabelbinder fixieren und verschönern. Im Serverschrank nimmt das Ganze dann anschließend eine Höheneinheit ein. Dort halten wir das Gerät nun entsprechend heran, schrauben zum Beispiel zuerst oben rechts eine Schraube und dann unten links eine Schraube fest. Und dann natürlich auch noch die zwei weiteren Schrauben für den perfekten Halt. Das war das Video, wie ihr das Rack Mount Kit Pro der RC100 G5 in den Serverschrank einbaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!